Hallo Leute, heute habe ich mal wieder so ein kleines Update, was wir noch zu bauen haben und was ich noch abfüllen muss. So, ich hatte mir hier bei Kaufland, hatte ich mir mal so ein paar Kalender geholt hier. Also für modulare Sachen sind schon ein paar gute Sachen hier dabei bei Harry Potter, so ein Grammophon, so ein paar nette, da ist noch ein Klavier, was man so reinbauen kann, Tischstühle. Dann habe ich mir noch den von City geholt. Da sind auch noch mal so kleine Sachen mit bei. Das ist hier was für zwischendurch. Dann habe ich hier, das habe ich gerade fertig gebaut, den Bike Shop. Von Real ist der. Also Klemmkraft ist auch super. Das zeige ich euch auch noch im Video von. Das habe ich hier schon stehen an der Seite. Und dann habe ich hier das Friends Apartment, was ich euch noch vorstellen kann. Das ist auch schon fertig gebaut. Dann habe ich von Bluebricks den Zitrönen. Der ist auch fertig. Ich kann euch das Modell ja mal kurz hier mal hinhalten. Bluebricks selber hat es ja auch schon vorgestellt. Ich finde es eigentlich ein geniales Auto. So, dann kommen wir mal zu den schöneren Sachen. Ich habe hier noch heute eine Lieferung bekommen. Und momentan ist die ganze Bude vollgestellt mit Kartons. Die muss ich alle noch bauen. Das wird eine große Geschichte jetzt. Die alte Wassermühle. Ja, ich kann es auch noch mal zeigen hier. Ja. Der Nummer. Ich stelle es mal hier hin. An der Seite. Und kommt noch mehr. Dann habe ich hier noch das Muskelcar. Dieses Classic, dieses Graue von 1967. Das habe ich auch noch hier. Mit der Nummer 102912. Was noch gebaut werden muss. Dann habe ich mir das Krokodil geholt. Auch von Bluebricks. Dazu habe ich mir auch gleich einen Zugmotor, falls er nicht passt. Ich habe auch einen anderen Motor. Nochmal einen Controller. Und das Wichtigste, die Akkubox, die ich damit einbauen will. Damit ich das dann mal vernünftig hinkriege. So, was habe ich hier noch? Also die Firma habe ich auch noch nicht gebaut hier von Akko. Da dachte ich mir, das Dreirad, das sind so Technikteile und die Beschreibung hier hinten drauf, die sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Da können wir uns mal kurz angucken. Hier der Scheibenwischer hier, der sollte eigentlich wischen können, so wie es drauf steht. Dann gehen noch ein paar Türen auf, Stuhl, Lenkung sollte mit drin sein. Das ist so ein Technikmodell, so wie das aussieht. Hat auch 591 Teile, also das ist kein größeres. Also das mache ich mal live hier, ne? Dies hier. So. Was haben wir denn hier noch alles hier rumliegen? Ach so, ich habe hier noch. Oh, Leute, ich habe bald einen Bruch hier. Das biegt natürlich, ne? Kriegen wir es hier drauf, Bild drauf hier. Das Tee-Restaurant. Da bin ich mal gespannt. So, mal hinstellen. Da sollen auch Lichtsteine mit drin sein. Da bin ich auch drauf gespannt, wie das zu bauen ist. Geht doch weiter. Dann habe ich hier noch ein Feuerwehrauto. Die Leute kriegen Fokus rein, ja. Dann habe ich hier noch auch noch ein Feuerwehrauto, Schwedenflak.
haben wir hier noch? Das ist so ein altes Auto, das passt zu der alten Feuerwehrstation. Das ist der Feuerwehrbus mit einem Pumpenwagen. Der passt da ganz gut rein. Ist ja noch nicht alles. Was haben wir hier noch liegen? Ich habe hier noch. Was ist das? Das ist noch die klassische Feuerwehrstation. Da bin ich auch noch nicht zugekommen, hier aufzubauen. Da haben wir ja auch einen riesen Karton hier, ne? Dann habe ich hier noch eins. Boah. Noch eins stehen, das ist noch gar nicht ausgepackt. Das ist aus China gekommen. Aber das können wir gleich mal gucken, was da drin ist. Da können wir gleich mal live hier das Ding mal so aufreißen. Und ich weiß, wo es aufgeht. Das packen die auch immer so super ein. Hier ist eine Ecke. Das ist aber ein Glücksspiel, ob ich das nun oben oder unten habe. Also verpacken und verkleben, da sind sie ja einmalig, ne? Da kann man nichts sagen. Also mit Klebeband sparen die nicht. Ich will hoffen, dass ich da auch irgendwann an die Scheiße mit der Anleitung komme. Ja, natürlich nicht. Wie soll es auch sein, ne? Das ganze Ding ist hier voll. Ja, hier ist eine Anleitung. Was haben wir denn hier drin? Da haben wir den Leithaus drin. Den Leuchtturm. Der Leuchtturm von Urge. Da müsste aber noch ein. Noch eins drin sein. Ich frage mich nur, wo die Anleitung ist. Das ist natürlich eine Kirche. Ich weiß nicht, wo die ist. Die ist liegen lassen. Ach, die haben sie separat eingepackt. So, dann packen wir mal die Scheiße aus hier kurz. Knistert jetzt ein bisschen. Also, wenn einer jetzt hier so Kopfhörer auf hat, ne? Der freut sich jetzt, was ich hier mache. Dass ich an die Sachen drankomme, die ich brauche. Leute, das ist ja wieder was hier. Aber da kann ich ja gleich die Bodenplatten rausholen. Oh, hier ist das eine große Bodenplatte. Guckt euch das mal an, ey. Das ist eine 50x50er sogar. Das ist eine 32x32er. Aber das kann ja was werden, ey. Wenn ich jetzt die andere Anleitung erfinde. Also hier müsste was anderes sein. Das müsste die Kirche sein. Das ist ja jeder Wahnsinn, was hier an Sachen drin ist. Leider an Platten. Was haben wir noch alles drin hier? Also hier haben sie was eingepackt, separat in weiße Tüten. Das müsste das andere Modell sein. Wenn ich jetzt mal auf die Anleitung hinkomme. Oh, hier ist noch ein Säckel. Und hier ist noch ein weißes Säckel. Und irgendwo muss auch die Anleitung sein, verdammte Hacke. Die haben sie bestimmt hier so in Tüten eingepackt. Die Anleitung. Ja, ich glaube, die ist hier drin. Da müssen wir gleich mal gucken. Dann packen wir erstmal wieder das alles an der Seite vom Leuchtturm. Weil das, was ich jetzt hier alles rausgepackt habe, das kriege ich nie wieder rein.
Weil das sind alles hier Verpackungskünstler, diese Chinesen. Ich glaube, das muss ich studiert haben. Um das alles reinzukriegen. Dann hat er hier zwei Sets in einen Karton gepackt. Und so wie ich das jetzt hier reinpacke, reicht dies hier, dieser Karton gerade mal für dieses eine Set aus. Also Wahnsinn. So. Also das stellen wir mal hier geschickt dabei so eine Seite. Puh. So, die Platten, das wollen wir da reinmachen. So, die Bauanleitung auch mit drauf hier. Damit wir wissen, was was ist. So, und hier habe ich jetzt gefühlt, da ist die Anleitung drin und die werden sie wahrscheinlich hier geknickt und gefaltet haben. Und ich gucke mal. Ja, aufschneiden. Zugeklebt. Also mit Verpacken, das ist ja Wahnsinn, das können die hier. Ja. Hier ist schon. Oha. Oha. So. Packen wir mal hier unten die weißen Tüten. Die zwei Säcke. Und das Zeug auch noch. Street Thief Serie. Union Church. Hier, das wird die Kirche. Das ist eine kleine Platte, ne? 32x32, ja. Ja. Wahnsinn. Und die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also eine Kirche in der Stadt. Sag ich mal, das ist doch eine gute Sache. Ja, hier sehen wir auch die 32x32er Platte. Gut, die Anleitung hat jetzt ein bisschen gelitten in der Tüte, ne? Was sie da reingeprökelt haben. Lass ich hier auch gleich mal draußen, dass die ein bisschen gerade wird. Also wird der Leuchtturm. Dann kommt der Leuchtturm auf diese große Platte drauf. Auf die 50x50. Wahnsinn. Das wird ein Ding, ey. Das wird ja ein Koffer. Also momentan habe ich hier ein modulares 2, 3, 4, 5 modulare Sachen noch. Und es sind auch welche unterwegs, die noch vor Weihnachten noch kommen. Also zu bauen habe ich hier genug. Also da liegt es jetzt nicht dran. Ich muss erstmal Platz wieder machen hier. Das ist ja der reinste Wahnsinn, was ich jetzt hier an Kisten und Kasten stehen habe. Junge, 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 da kommst du ja außer Puste. Schöner Kaffee ist gut. Nee, die Kirche hat mir gefallen hier. Die ich gesehen hatte. Alleine schon hier mit diesen bunten Fenstern. Und modular. Die ist auch mit Licht. Das sehen wir hier auf der Rückseite. Ja, mit USB. Und modular sehen wir ja jetzt hier auch nochmal, was wir da machen können. Also wir können da richtig reingucken. Das ist eine schöne Sache hier. Bauschritt abmäßig sind ja auch mit Tüten hier nummeriert. Finde ich gut. Gut, dann legen wir das auch mal an die Seite. Und das brauche ich dann später. Und auf das Krokodil bin ich auch gespannt. Von Blue Bricks. Ich hätte ja immer versucht gehabt, das von Lego zu bekommen. Aber jedes Mal, wenn ich geguckt habe, ausverkauft. Und jetzt ist es bis Dezember, glaube ich, lief nicht. Da kommt es erst lieferbar.
Dann kann man das mal vergleichen, welches Krokodil so besser ist, das oder das. Und vom Aussehen her, die Form ist ja vorgegeben, wie die das umgesetzt haben. Das würde mich dann auch mal interessieren. Und da sind wir mal gespannt, was wir da so alles noch kriegen. Es kommt ja jeden Tag neue Sachen raus. Und da ich ja jetzt 14 Tage außer Gefecht gesetzt war, bin ich ein bisschen in Verzug gekommen mit dem ganzen Bauen. Ja, die 14 Tage fehlen mir jetzt, sonst wäre ich auf dem Laufenden gewesen. Aber es läuft ja nicht weg. Es kann ja mal sein, dass es einen Monat gibt, wo mir nichts gefällt an modularen Sachen. Weil alles kannst du ja auch nicht kaufen. Also, ich kaufe mir auch keine China-Häuser, weil ich stehe nicht auf diese China-Häuser. Das ist nicht so meine Richtung, meine Baurichtung oder mein Baustil. Ich bin mehr für das Europäische. So wie so ein Fahrradladen hier, so ein Bikeshop oder eben das Friends Apartment, ne? Das Friends Apartment ist natürlich auch schon ein schönes Ding hier. Da haben wir ja natürlich dann auch hier mit Licht, ne? Ist auch Licht drin. Also so wie die Straßenlaternen nicht, ne? Also das, was sie hier gezeigt haben, da musst du dann schon extra was machen. Das ist nicht dabei, dass es leuchtet. Das ist hier nur eine Fotomontage. Bei sind hier diese, Moment, ich kann mal, ich habe es irgendwo liegen hier. Hier diese runden Dinger hier. Dann die drehst du einfach an. Da mal eins aufmachen. Kann ich euch das zeigen, wie die das gemacht haben. Mal ein Tütchen aufreißen. Dann sieht dann hier so aus. Ja, diese Leuchtdinger. So kleine Leuchtsteine hier. Also Batterien mit drin. Das ist eigentlich, hoppala, ist natürlich eigentlich auch so ein Ding, was da muss ich jedes Mal aufmachen und anschalten. Das ist. Da kannst du als Weihnachtsschmuck nehmen hier. Wenn du da was beleuchten willst, musst du extra machen. Da kannst du die Dinger, die gut sind dabei, haben sie mitgeliefert. Aber wenn es dann mit USB oder eben selbst gemacht mit ja, Diode und einem Widerstand und dann richtig verkabelt mit einem Schalter für an- und auszumachen, das ist schon eine bessere Lösung wie die Batteriewürfel da. Diese kleinen Leuchtsteine. Ja, und bei dem Bikeshop hier, da habe ich gesehen, habt ihr hier vorne so ein. Ach, guck mal, den habe ich gesucht gehabt. Da haben wir vorne auch. Na, wo ist es denn? Hier, da, sowas zum Drehen. Da ist innen drin ein Fahrstuhl drin. Aber wenn euch das holt, macht euch keinen Gedanken. Das Ding ist da, aber funktionsmäßig. Ich habe es ausprobiert. Da sind immer Kanten und Ecken, wo es dann mal hakt oder was, dann geht es nicht weiter. Und da habe ich auch schon geguckt und gedrückt und gemacht und getan. Das müsste normalerweise von oben zum Hochziehen sein. Ja, dass man oben auf dem Dach dann oben was dreht. Und nicht hier vorne, dass es dann mit dem Zahnrad dann hochgebugsiert wird. Und hier sieht man es ja auch, dass hier die Zahnstangen sind. Da. Aber das stelle ich euch dann separat vor. Hier, dieses Ding habe ich gestern gesucht gehabt. Ich habe nämlich gestern das Bikeshop hier fertig gemacht. Da fehlt ja noch hier die 1x8er Platte hier. Und jetzt fällt sie mir hier gerade aus der Anleitung raus. Ich sage ja, hat nichts gefehlt. Und hätte ich gesagt, hier hat was gefehlt, aber fehlte nichts. Jetzt habe ich sie gefunden. Na gut, hier mal hinten schmeißen. Da haben wir es jetzt mal fertig, dann ganze Teil. Also bei mir auf dem Kanal, da werdet ihr auch nur eben hauptsächlich modulare Sachen. Dann nochmal so Fahrzeuge, Autos und Eisenbahn finden. Also mehr. Also ich stehe auch nicht so, bin ich so der Star Wars-Fan. Dann höchstens Star Trek oder sowas, ne? Oder Enterprise-mäßig. Oder Kampf der Galaktiker oder Mondbasis Alpha. Aber Star Wars, auf den Trip bin ich nicht.
Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich schon ein bisschen älter bin und mit Enterprise groß geworden. Ich habe sogar noch die Raumschiff Orion-Serien gesehen, mit dem fliegenden Bügeleisen. Das war auch eine komische Sache. Mit den Alien. Und von daher kriegen wir das schon hin. Also bei mir auf dem Kanal ist es meistens modulare Sachen, Fahrzeuge und Eisenbahn. Bei den Fahrzeugen kann es auch mal sein, dass es auch ein Technikfahrzeug ist. Wenn es ein gutes Technikfahrzeug ist. Ich habe sogar noch von Lego dieses blaue Elend, was der Held mal vor ein paar Jahren vorgestellt hat. Das habe ich auch noch nicht vorgestellt. Das ist auch ein gutes Teil. Da kann man auch noch die Techniksachen sehen. Also ist ganz klar, Unterschiede, wie man es bewertet, ist immer das. Der eine mag die blauen Pins, der andere mag die nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber da kann man wenigstens noch sehen, dass die Funktion der Technik gegeben ist. Das ist noch offen. Da sieht man noch, was jetzt alles funktioniert mit Technik. Wie das läuft alles. Also das finde ich schon mal besser, wenn man so ein Technikmodell so zubaut, so wie so ein Zitrone hier. Ne? Wie den hier. Den aus Technikteilen und verkleidet ihn von außen. Ne? Das ist witzlos. Ist dann wohl. Ja. Und das ist ja hier wirklich direkt aus rein Klemmbaustein gebaut hier und das ist auch ein schönes Auto. Da mache ich auch noch ein Video von. Weil wie gesagt, jeder bewertet die ganzen Sachen anders. Ne? Ich bin ja eigentlich objektiv, weil ich habe keinen Laden, ich verkaufe nichts. Ich baue die Dinger. Und wenn ein Modell, sage ich mal, Scheiße oder Mist ist, dann sage ich das auch. Aber von dieser Sache hier bin ich ganz, ganz angetan hier. Form passt. Können wir ja mal ein bisschen drüber reden hier. Also die Form passt schon. Also wir sehen ja auch, dass das Dach hinten, hier, wir sehen es auch, ein bisschen schräg runterläuft. Ne? Ist zwar nicht ganz schräg. Gut, das originalgetreu ist es nicht so richtig getroffen zu 100%, aber zu 90% kann man sehen, dass es ein Zitrone ist. Ja, auch hier von vorne. Ich finde es immer schön, wenn man hier eine Motorhaube aufmachen kann und dann hier auch nochmal den Motor sieht. Ja, mit Ersatzrad und sowas. Das ist Notrad mit drin. Also das finde ich schon eine Sache. Das ist schon nicht schlecht. Auch wenn man hier hinten, sage ich mal, Kofferraum kann man, glaube ich, nicht aufmachen, oder? Den Kofferraum kann man auch aufmachen. Hinten. Das ist auch eine schöne Sache. Türen gehen ganz, ganz einfach auf. Wir können uns gerade die Sitze innen drin angucken. Da brauche ich bloß erstmal kurz das Dach abnehmen. Da können wir uns mal reingucken hier. Das ist auch eine schöne Sache, ne? Also ich finde das hier, auch hier mit der geteilten Rückbank hinten. Ja, die kann man ja auch hoch und runter machen hier. Ja, da. Finde ich gut. Gut gemacht hier, auch die Mittelkonsole hier, ne? Hier. Da kann man auch noch ein bisschen was hoch und runter machen. Also ist schon gut getroffen. Das Dach haben sie auch gut gelöst hier. Da haben sie hier die mit den Klemmen, dann kann man das hier so ein bisschen biegen. Das ist schon eine gute Sache. Der eine sagt, ja, das ist nicht richtig getroffen. Aber wir sind ja jetzt hier nicht im Modellbau, ne? Der dann maßstabgetreu. Das kann dann immer mal sein, dass es dann mal eine Noppe weniger ist, ne? Aber im Großen und Ganzen ist das Auto schon von der Form her gegeben, dass es da schon was ist. Sieht jedenfalls nicht schlecht aus. Man kann auch hier schön die Türen aufmachen. Dann können wir mal gucken hier. Oder geht auch einfach auf hier die Türen. Ja. Da ist auch nichts krumm an Platten oder sowas, hat nichts gefehlt.
Geniales Teil. Wieder ein schönes Auto, was ich mir ins Regal stellen kann. Ist schon ein bisschen eingestaubt, steht schon ein bisschen länger da. Und auch die Stollenreifen hier, ne? Schöne Radkappen hier. Ist schön gemacht. Ja, das war schon mal so ein kleiner Ausblick, was jetzt hier noch so alles hier bei mir noch demnächst auf dem Kanal kommt. Dann bedanke ich mich mal da fürs Zuschauen und sag dann mal ciao.